Es sieht aus wie ein Poulet, doch es ist aus Knet. Aus dem Knetpoulet entsteht etwas Neues. Polizisten formen abstruse Figuren und formen daraus. Vorlage ist der Film vom spanischen Regisseur Luis Buñuel. Die Handlung, eine vornehme Gesellschaft trifft sich zum Bankett. Doch aus dem Bankett Traum wird ein Albtraum. Aus unerklärlichen Gründen kommen die Gäste nicht mehr aus der Villa raus. Es wird surreal. Die Reichen sind gefangen, kämpfen ums Überleben. Victima. Wie das Original ist auch der Kunstfilm von Marco Schmidt ein Gesellschaftsexperiment. Polizisten, die sonst für Sicherheit und Ordnung sorgen, werden selber Gefangene. Sein Experiment? Was passiert, wenn die Polizei quasi gefangen bleibt in einem Raum und nicht mehr draußen kommen kann, in die Zivilisation und nicht mehr für Sicherheit und Freiheit sorgen kann, dann kippt ja die Gesellschaft und dann wird alles wild. Wie kommen die Polizisten dazu, in so einem wilden Film mitzumachen? Sie, die sich von Berufs wegen exakt an Regeln halten müssen. Das war wirklich mal etwas total anderes gewesen. Und das habe ich eigentlich gedacht, mal, das ist etwas. Und ich bin auch ein gerne einer, der mal etwas anderes macht, der halt nicht genau auf der Linie ist. Und das war wirklich eine super Gelegenheit gewesen für mich, auch, zu sagen, mal, da mache ich mit, das ist eine gute Sache. Echte Polizisten, die so Fantasieszenen spielen. Doch manchmal sei sein Alltag auch wie in einem surrealen Film. Es ist ja manchmal die Situationen, die man antrifft, auch bei uns im Beruf, sind manchmal total surreal. Und man denkt, ja gut, das ist jetzt schon eine komische Situation, wo man sich nicht ganz sicher ist, wohin geht man jetzt da. In den Schlüsselszenen erzählen sich Polizisten echte Erlebnisse, brutale Geschichten, wie Albträume. Wir müssen ausrücken an den See, hat Nebel gehabt und einer ist dort an einem Baum gebambelt. Total surreale Situation gewesen. Der hat dort einfach gebambelt und sich ganz leicht im Wind dreht und niemand war rum. Keiner hat erkannt, niemand hat gewusst, wer das ist. Das ist nicht gespielt oder so und das ist, da hat man gemerkt, die Leute verstehen dann vielleicht mehr den Polizist hindurch, was er eben gleich auch die psychische Belastung, die der Polizist halt hat, dass er die muss verarbeiten, oder? Und wir sind halt keine Maschinen, oder? Und darum ist so ein Gespräch unter Kollegen, die eben verstehen, wie es ist in so Situationen, halt sehr wichtig. Eigentlich geht es ja um dieses Verarbeiten, den Workshop-Charakter quasi, dass man nicht isst, sondern dass man etwas tut, dass man über ganz gruselige, traumatische Erlebnisse berichtet, die mir wirklich unter die Haut gingen, Gänsehaut in mir verursacht haben und sowas. Und dass man quasi da auch währenddessen verarbeitet mit einem Material. Dann tauchen die Polizisten im Film ganz ein in einen Traum, in eine Zwischenwelt, wie der Künstler sagt. In symbolische, irrationale. Also ich will da so ein bisschen auch Fantasie unter die Gesellschaft bringen und so, ja. Also nicht immer alles so Abbild 1:1 und so. Ein bisschen mehr Irrationalität, ein bisschen mehr Fantasie einfach, nicht? Realität oder Traum? Grenzen verwischen. Eine filmische Arbeit, die vom Publikum einiges abverlangt.